Also es gibt sicher Synonyme zwischen Motorrad und Beruf. Mein Motorrad ist sehr kraftvoll und sehr, sehr zuverlässig. Und das kann man, glaube ich, von der Firma Rodab auch sagen. Die Geschichte der Firma Rodab begann schon vor fast 75 Jahren. Gegründet wurde sie von meinem Großvater Eugen Rodab, der damals eine kleine Schlosserei, Landmaschinenhandel hatte, eine Tankstelle hatten wir. Mein Vater hat dann begonnen, sich zu spezialisieren in den 80er Jahren auf Türen und Tore. Und ich habe seit 1995 das Sagen und versuche, diesen Bereich auszubauen. Wir haben den Auftrag über Stuttgart 21 erhalten, sämtliche Türen zu produzieren, die im Gleisbereich liegen. Der Name der Türe ist HPT2 und die Abkürzung bedeutet Rodab Pendeltüre zweiflügig. Die Innovation der Türe ist hauptsächlich, dass sie wechselseitig öffnbar ist in beide Richtungen. Den Anforderungen des täglichen Betriebs müssen wir aushalten mit unseren Produkten und das auf ein Tunnelleben hin, 20, 30 Jahre. Das heißt, so 2-3 Millionen Zyklen muss unser Element aushalten und jederzeit aber noch funktionieren, weil eben Menschenleben davon abhängig sind, weil die Rettungskräfte durch unsere Türen durch müssen. Das Konzept war früher zwei Türen nebeneinander, die in gegenseitiger Richtung öffnen. Bei dieser Tür, die in beide Richtungen öffnen, haben wir die Möglichkeit, wirklich 2 Meter breite Fluchtwege zu kreieren, was es vorher wirklich noch nicht gegeben hat. Also wir tauschen uns mindestens einmal im Quartal mit unserem Hausbank, mit Herrn Hans-Jörg Weber, aus. Wir kriegen erst unser Geld, wenn wir das Produkt eingebaut haben. Und da ist oft eine Projektfinanzierung notwendig und das funktioniert sehr gut. Die Firma Rodab war immer schon innovativ und fortschrittlich. Ich bin stolz, die Firma Rodab betreuen zu dürfen, insbesondere weil sie solche innovative Projekte abwickelt. Und ich freue mich einfach, wenn die Firmen auch was Besonderes machen. Wir fühlen uns super wohl hier am Rande des Schwarzwaldes. Ich selber bin hier in der Firma aufgewachsen, bis ich 15 war. Dann haben meine Eltern 200 Meter von der Firma weggebaut. Ich selber habe 3 Kinder. Der Älteste, mein Sohn Tim, steht in den Startlöchern, bevor er in 3 Jahren mich dann ersetzt. Ich sehe die Firma Rodab in 5 Jahren genau im gleichen Standard wie heute. Aber dadurch, dass hier auch drumherum einfach auch noch Platz ist, wird die Firma Rodab deutlich größer sein und sie wird weltweit bekannt sein. Meine Vision ist es, dass wir noch etwas wachsen, aber gesund wachsen. Wir könnten die Fläche aktuell verdoppeln. Da wir etwas der Tradition verpflichtet sind, möchte ich natürlich eine gesunde Firma in die nächste Generation übergeben. Also nicht die schnelle Gewinnmaximierung, sondern eher auf Tradition verpflichtet.